So könnt ihr alle 20 Sekunden ein Auto duplizieren. Und das ist nicht gelogen, Leute. Das ist der krasseste Money-Glitch zurzeit in GTA Online. Auf war mit dem Video anfangen, würde ich jetzt schon zu bitten, einen fetten Like fürs Video dazulassen. Und für die, die Leute, die noch nicht abonniert haben, abonniert mich, was die krassesten Glitches in GTA Online. Also ich würde sagen, fangen wir nochmal direkt an. Was brauchen wir denn für diesen Glitch? Für diesen Glitch brauchen wir erstmal eine Arena. In der Arena brauchen wir auch den Mechaniker, ganz wichtig. Davon abgesehen brauchen wir auch ein Fahrzeug, was wir uns hier duplizieren wollen. Mein Tipp: Nimmt ein Izzy aus der Arena-Werkstatt in der Zukunftsschock-Variante. Der bringt einfach am meisten bei solchen Glitches. Und das ist Fakt, Leute. Und Leute, ganz wichtig, das Fahrzeug, was ihr duplizieren wollt, muss ein persönliches Nummernschild haben, denn sonst habt ihr leider dreckige Kopien. In der Arena braucht ihr auch noch ein ganz bestimmtes Motorrad, nämlich den Pagassi FCR 1000. Das ist ganz wichtig, dass ihr dieses Motorrad besitzt. Und ganz wichtig dazu, auch in der Originalversion, nicht in der Bennys Version. Und achtet darauf, Leute, das Motorrad und das Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt, müssen in einer Ebene stehen. Extrem wichtig. Davon abgesehen braucht ihr auch ganz viele LGs in der Arena, denn pro LG könnt ihr einmal dupen. Des Weiteren brauchen wir für diesen Glitch auch noch einen Nachtclub. In der B1 Garage brauchen wir aber auch hier ein Sonderfahrzeug. Das bedeutet hier ein Speedo Custom, ein Mule Custom oder wie der andere LKW halt da ist. In meinem Fall benutze ich hier den Speedo Custom, ist am günstigsten. Und zu guter Letzt, klar, ihr braucht für diesen Glitch auch noch einen Freund, der euch mit diesem Glitch kurz unterstützt. Und das ist tatsächlich auch wirklich nur ganz kurz, denn generell das Dupen ist Solo. Aber gut, habt ihr das ganze Leute? Sehr gut, dann können wir mit dem Glitch anfangen. Als erstes seid ihr mit eurem Freund in irgendeiner GTA Online-Sitzung. In meinem Fall bin ich mit eurem Freund in einer Freundessitzung. Denn ihr beide trefft euch jetzt beim Casino. Seid ihr beim Casino angekommen, steigt euer Freund mit in euer Fahrzeug ein. Denn ihr fahrt jetzt mit dem Fahrzeug ins Casino rein. Und by the way, ganz wichtig, das Fahrzeug, womit ihr gerade reinfahrt, darf natürlich nicht das Fahrzeug sein, was ihr euch duplizieren wollt. Ganz wichtig. Gut, seid ihr jetzt in der Auswahlmenü vom Casino, gehen wir jetzt ins Parkhaus. Sind wir jetzt im Parkhaus angekommen, steigt ihr beide aus, denn euer Freund steigt jetzt wieder ins Fahrzeug ein und bleibt als Fahrer drinnen sitzen. Sitzt euer Freund im Fahrzeug drinne, dann geht es einfach aus der Garage wieder raus. Seid ihr draußen angekommen, fahren wir jetzt zum Nachtclub. Und ganz wichtig, Leute, ab diesem Schritt jetzt keine persönlichen Fahrzeuge mehr. Egal wo. Denn am besten nimmt es hier ein Straßenfahrzeug und fahrt dann jetzt halt zum Nachtclub. Seid ihr beim Nachtclub angekommen, geht es in die B1 Garage. Seid ihr in der B1 Garage angekommen, steigt ihr jetzt ins Sonderfahrzeug ein. In meinem Fall ist es hier das Speedo Custom. Seid im Speedo Custom drin, habt ihr jetzt oben links die Meldung, rechte Pfeiltasten zu drücken fürs Tuning-Menü. Und das macht ihr auch. Ihr werdet jetzt merken, dass ihr jetzt gefroren seid. Ihr könnt euch jetzt nicht mehr umschauen, etc. Um das Ganze wieder zu entfreezen, drückt jetzt einfach die Optionstaste, so dass das Optionsmenü öffnet. Und dann könnt ihr das Optionsmenü auch wieder schließen. Denn jetzt seid ihr wieder entfreezed. Seit es entfreezed, müssen wir jetzt zur Arena. Ihr werdet aber merken, dass ihr im Nachtclub gefangen seid. Um dann trotzdem zur Arena zu kommen, müssen wir jetzt etwas machen, letztendlich Job Teleport. Das bedeutet, wir öffnen das Optionsmenü, gehen auf die Karte und starten einen Job über die Karte. Falls euch keine Jobs angezeigt werden, müsst ihr das Interaktionsmenü unter Markierungen anschalten. So, habt ihr jetzt einen Job über die Karte gestartet und seid jetzt im Jobmenü drin, dann müssen wir jetzt unserem Bot beitreten. Auf PS5 ist es jetzt hier Anavac 1P5 und für die anderen Konsolen habe ich natürlich die Bots in den Kommentaren geschrieben, also checkt's mal aus. Sind wir jetzt in unserem Bot beigetreten, akzeptieren wir jetzt die erste Meldung mit X, dass wir ihm beitreten möchten, aber die zweite Meldung brechen wir mit Kreis ab, denn dass wir den Zielmodus ändern möchten. Und wenn alles funktioniert, solltet ihr oben links stehen haben, Netzwerkfehler und solltet aus dem Job rausgeschmissen sein. Jetzt seid ihr wieder auf der Karte und könnt jetzt zur Arena gehen. Seid ihr bei der Arena angekommen, geht es in die Garage rein, wo das Motorrad und das Fahrzeug drinnen stehen, was ihr euch duplizieren wollt. In meinem Fall ist es jetzt die B2 Garage. Seid ihr jetzt in der Garage angekommen, steigt ihr jetzt aufs Motorrad und drückt dann die rechte Pfeiltaste fürs Tuning-Menü. Sind wir jetzt im Tuning-Menü angekommen, können wir es natürlich hier das Motorrad auf Bennys aufrüsten. Und das Ganze machen wir jetzt auch. Ihr werdet jetzt aber sehen, sobald ihr das Ganze bestätigt habt, dass ihr zwar Geld verloren habt, so gesehen, aber das Motorrad nicht umdesignt wurde zum Bennys Fahrzeug. Und das ist völlig normal, denn ab diesem Zeitpunkt seid ihr jetzt gerade wieder gefreezed. Um das Ganze wieder zu entfreezen, müsst ihr natürlich wieder die Optionstaste drücken, dass ihr kurz ins Optionsmenü drinnen gewesen seid und wieder rausgehen. Sind wir jetzt wieder entfreezed, dann müssen wir jetzt unserem Bot wieder beitreten. Das bedeutet, für PS5 ist es jetzt wieder Anavac 1P5 und für die anderen Konsolen, wie gesagt, habe ich es natürlich in den Kommentaren reingeschrieben, also checkt es mal aus. Sind wir jetzt unserem Bot beigetreten, ganz wichtig, müssen wir sofort X spammen, dass wir das Motorrad wieder zu Bennys aufrüsten.
testen. Und das Ganze muss vor der ersten Meldung passieren, die beim Bot beitreten kommt. Und wenn alles funktioniert hat, Leute, müsstet ihr jetzt auch genau wie bei mir hier sehen, dass das Motorrad unsichtbar ist. Und das ist ein sehr gutes Zeichen. Denn jetzt kommen die ganzen Meldungen von Bots. Da uns steht hier jetzt aber, dass wir alle Meldungen mit X bestätigen. Also die erste Meldung, dass wir dem Bot beitreten. Die zweite Meldung, dass wir einen Zielmotor ändern möchten. Aber die dritte Meldung, Leute, müsst ihr euch ein bisschen abwarten, dass ihr nämlich die Wolken hört. Dieses Wumm, Wumm, Wumm. Dass ihr in die Wolken reingeht. Das sind circa 3 Sekunden einfach später. Und wenn ihr die dritte Meldung ein bisschen später angenommen habt, dann solltet ihr wieder zurück in der Arena spawnen. Und wenn alles geklappt hat, dann ist das Motorrad unsichtbar, es ist weg und ihr seid einfach wieder zu Fuß da. Und ab diesem Zeitpunkt, Leute, kann euer Freund tatsächlich jetzt auch die Sitzung verlassen. Denn ab jetzt, das ganze Dupen ist komplett solo. Wie geil ist das denn? Also kommen wir dann jetzt einfach mal zum Dupen. Das Dupen ist wirklich mega einfach und super schnell. Ihr könnt wirklich alle 20 Sekunden ein Fahrzeug duplizieren. Dafür müsst ihr jetzt einfach zum blauen Punkt von der Arena. Seid jetzt in diesem Menü drin, scrollt jetzt zum euren Fahrzeug hin, was ihr euch duplizieren wollt. Und parkt es mit einem LG um. Ihr werdet merken, dass zwar in der Liste die Namen sich getauscht haben, aber in der Realität, also in GTA, nicht. Das bedeutet, dass jetzt so gesehen auf dem LG-Stellplatz gerade ein Easy steht und auf dem Easy gerade ein LG steht. Und das Ganze zum Money-Glitch zu machen, müssen wir jetzt zum Easy hinrennen, einsteigen, die rechte Pfeiltaste drücken und irgendwas umändern. In meinem Fall ändere ich jetzt hier einfach die Bremsen, es ist aber völlig egal. Und habt ihr irgendwas umgeändert und seid wieder in der Garage gespawnt, ist das Fahrzeug fertig dupliziert. Aber das seht ihr natürlich doch nicht in der Garage. Aber Leute, wenn ihr jetzt wieder zum blauen Punkt hingeht, werdet ihr merken, dass auf dem Platz, wo vorher der LG stand, auch jetzt der Name erschienen ist vom Izzy. Und das Ganze macht jetzt einfach durchgehend, bis die Garage voll ist. Das bedeutet, wir stellen jetzt wieder ein LG auf dem Izzy-Stellplatz. Und ihr werdet merken, dass sich zwar in der Liste das geändert hat, aber in der Garage nicht. Das bedeutet, wir steigen jetzt wieder in unseren Izzy ein, ändern irgendwas wieder um und so weiter und so fort. Und damit könnt ihr die komplette Garage voll glitschen. Aber Leute, Achtung! Bei jedem Dupe-Durchgang, ihr dürft immer nur in den Izzy einsteigen. Niemals steigt man duplizieren in ein LG ein. Ganz wichtig. Das kann manchmal ein bisschen verwirrend sein, was wo ihr jetzt einsteigen müsst. Aber das könnt ihr euch einfach merken. Bei jedem Duplikat immer in den einen Easy einsteigen, der euch in der Garage angezeigt wird. Damit macht ihr nie was falsch. Ganz wichtig. Und Leute, by the way, Fun Fact. Falls ihr in den anderen Garagenebenen von der Arena